Beginnen wir also, indem wir uns einige Messgrößen für die Gesamtproduktion, den Gesamtoutput einer Volkswirtschaft genau angucken. Warum Gesamtoutput? Nun, ökonomisches Wachstum gilt ja gemeinhin als Wachstum des Outputs, der innerhalb einer Ökonomie produziert wird, häufig gemessen eben durch das Bruttoinlandsprodukt. Deswegen sprechen wir auch von Wachstum von Bruttoinlandsprodukt. Und der Output ergibt sich eben maßgeblich aus der Anzahl der eingestellten Arbeiterinnen und der Arbeitsproduktivität. Die Arbeitsproduktivität ihrerseits wird insbesondere durch die verwendete Technologie bestimmt. Und die verwendeten Produktionstechnologien bestimmen auch, wie viele Arbeiter gegeben der anderen Produktionsfaktoren überhaupt eingestellt werden können, wie produktiv die sind und wie viele der anderen Produktionsfaktoren verwendet werden. Was sind diese anderen Produktionsfaktoren? Das ist typischerweise sind es Kapital, Güter und Land. Ja? Land wird heutzutage gemeinhin als fix angenommen. Früher, insbesondere zu Zeiten von Ricardo und Co., war es total zentral und es hat ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Heute wird Land eher ein bisschen stiefmütterlich behandelt und man nimmt an, das Angebot an Land ist fix, weil sich da eben auch in der Regel nicht so viel ändert. Und unter der Annahme, dass Land fix ist, bestimmt sich eben das Wachstum eines Landes maßgeblich zum einen durch das Bevölkerungswachstum bzw. das Wachstum der arbeitsfähigen Bevölkerung, zum anderen der Akkumulation von Kapitalgütern, die durch Arbeiterinnen verwendet werden, um Output herzustellen bzw. dass die Arbeiter brauchen, um bestimmten Output herzustellen und eben durch Änderungen in der verwendeten Technologie, also technologischen Wandel. Sprich, diese drei Elemente hier unten, die erfahren in den Wachstumsmodellen, die wir uns anschauen, eben besondere Berücksichtigungen beziehungsweise die jeweiligen Produktivitätsfaktoren von den Arbeitern und den Kapitalgütern, also diesen beiden Punkten hier vorne, was wiederum sehr stark durch die verwendeten Technologien bestimmt wird. Wie genau dieses Wechselverhältnis aussieht zwischen den einzelnen Faktoren und der Technologie, das ist ein bisschen paradigmenabhängig. Die Klassiker sagen zum Beispiel, Kapital an sich, damit kann man nichts produzieren, das verbessert nur die Produktivkräfte der Arbeit. Was wirklich einem was erlaubt, was Neues herzustellen, ist die Technologie. Der neoklassischen Wachstumstheorie ist ein bisschen anders. Da können quasi Kapitalgüter unmittelbar zur Produktion von Output verwendet werden. Das heißt, hier finden wir einen Unterschied zwischen unterschiedlichen, ja, Paradigmen der Wachstumstheorie. Damit werden wir uns aber befassen, wenn wir uns mit den konkreten Modellen beschäftigen. Für die tatsächliche Messung dieser Aspekte ist es im Moment noch nicht von zentraler Bedeutung. Und für uns ist es gut, weil wenn wir nämlich uns dann auch vergleichen mit verschiedenen Paradigmen arbeiten wollen, brauchen wir für alle dieselbe Datenbasis und dieselben empirischen Konzepte, nämlich die, die wir uns jetzt mal genauer anschauen werden. Eine Ausgangsmöglichkeit, um quasi um den Output der Ökonomie zu fassen, ist die Gesamtproduktion. Ja, die Gesamtproduktion einer Ökonomie ist die Menge aller neu produzierter Produkte und Services. Und das ist sozusagen das, was alles komplett neu hergestellt wird in einer bestimmten Zeiteinheit in einer Ökonomie. Bei dieser Herstellung werden natürlich viele Zwischenprodukte weiterverarbeitet. Dementsprechend sprechen wir von der Bruttoproduktion, wenn wir von der Gesamtproduktion die ganzen Zwischenprodukte abziehen. Das ist häufig hilfreich, weil wir gucken wollen, was sind sozusagen die Endprodukte, die eine Ökonomie herstellt, und wollen Zwischenprodukte sozusagen nicht doppelt mitrechnen. In dem Fall müssen wir natürlich quasi bei neu produzierten Produkten immer gucken, ist da was vorher produziert worden, was da reingeht. Also wenn wir jetzt irgendwie die Produktion von einem Stück Brot messen wollen, dann wollen wir eventuell vielleicht die Inputfaktoren abziehen, wie zum Beispiel das Mehl, und das ist genau das, was bei der Bruttoproduktion passiert. Also die Bruttoproduktion ist sozusagen ein Subset der Gesamtproduktion. Bruttoproduktion können wir dann aufteilen. Gesamten Sachen, die dann produziert werden, können dann auf zwei verschiedene Art und Weisen verwendet werden. Zum einen können sie investiert werden. Das bedeutet, sie werden dazu verwendet, sozusagen neue Kapitalgüter herzustellen, neues Kapital zu akkumulieren, was dann in der Zukunft weiter zur Produktion verwendet werden kann. Oder sie können direkt konsumiert werden. Ja, also alle Sachen, die am Ende des Tages hergestellt wurden, werden entweder gelagert, weiterverarbeitet, oder
quasi investiert, oder sie werden eben direkt konsumiert. Ja? Also eine der beiden Sachen kann passieren, Konsum oder Investition. Vom Bruttoprodukt kommen wir zum Nettoprodukt, wenn wir vom Bruttoprodukt den Kapitalverschleiß abziehen. Ja? In der Herstellung von neuen Produkten wird in der Regel immer ein gewisser Teil des Kapitals verschlissen, einfach weil durch Abnutzung, aber vielleicht auch, weil das notwendigerweise zerstört wird, wenn man ein neues Produkt damit herstellt. In diesem gesamten Kapitalverschleiß, den bezeichnen wir in der Regel mit Groß D. Und diesen Gesamtkapitalverschleiß müssen wir von der Bruttoproduktion abziehen, wenn wir zum Nettoprodukt oder zur Nettoproduktion kommen wollen. Häufig wollen wir den Wert der Produkte betrachten, anstatt wirklich die Gesamtmenge der hergestellten Güter. Warum? Es erleichtert uns natürlich das Accounting enorm. Denn stellen Sie sich vor, Sie überlegen sich, okay, welche ganzen Services und Güter wurden in der Volkswirtschaft produziert. Das sind extrem heterogene Geschichten. Ne? Da wird ein Laptop produziert, da wird ein Stück Brot produziert, da wird Getreide, weiß der Geier alles, was produziert. In dem Moment, wo wir die ganzen Sachen ihrem Wert nach messen können, können wir quasi diese gesamte Heterogenität zusammenfassen auf eine einzige Zahl. Und als gute Ökonomin machen wir das natürlich mit dem Marktpreis. Das heißt, wenn wir den Wert der Güter zusammenfassen wollen, dann machen wir das mit Hilfe des Marktpreises und machen sozusagen auf die Art und Weise den Laptop vergleichbar mit dem Stück Brot und dampfen beide auf eine gleiche Zahl ein. Das ist natürlich auf der einen Seite total super, weil es eben diese eine Zahl uns gibt, die den Wert aller Güter und Services zusammenfasst, aber es kommt durchaus auch mit Problemen. Denn dadurch, dass wir jetzt plötzlich uns der Marktpreise bedienen, um die Gesamtproduktion zu messen, können wir nicht mehr unmittelbar sagen, was die direkte Ursache dafür ist, wenn sich das Nettoprodukt oder die Bruttoproduktion ändert. Ja, also Ursachen für die Änderung im Bruttoprodukt sind nun ambivalent. Warum? Stellen Sie sich vor, Sie haben hier Änderungen. Es liegt eine Änderung des Bruttoprodukts vor. Was sind die Ursachen davon? Das kann zum einen daran liegen, dass mehr oder weniger produziert wird. Ja, also es gibt sozusagen eine reale Änderung in der Produktion der Volkswirtschaftslehre. Es kann aber auch einfach sein, dass sich die Marktpreise verändert haben. Auch wenn genauso viel produziert wird wie vorher, wenn sich die Marktpreise ändern, ändert sich natürlich auch das Bruttoprodukt, wenn wir eben alle Güter mit Hilfe ihrer Marktpreise angeben. Was ist die Möglichkeit oder was machen wir? Was können wir dagegen tun? Wir können quasi die Marktpreise sozusagen selbst messen. Das machen wir mit einem Preisindex. Das ist sozusagen der gewichtete Durchschnitt von allen Preisen zu einem bestimmten Zeitpunkt in Referenz zu einem Basiszeitraum. Das heißt, je nachdem, welchen Basiszeitraum Sie wählen, bekommen Sie unterschiedliche Preisindizes. Das ist eine riesige Wissenschaft für sich, wie diese Preisindizes gebaut werden. Da können Sie sich gerne vertieft mit auseinandersetzen. Das werden wir hier jetzt einfach nicht leisten können. Aber allein zum Beispiel die Messung der Inflation ist letztendlich hochgradig komplex. Also wo wir diesen Konsumentenpreisindex haben, um die Inflation zu messen, weil eben die Debatte darüber ist, welche Produkte in diesen gewichteten Durchschnitt des Preises eingehen. Und es gab zumindest in Deutschland schon durchaus jetzt eine politische Debatte darüber, ob die gemessene Inflation nicht eine ganz andere Inflation ist als die Menschen wahrnehmen, weil häufig Produkte des täglichen Lebens zum Beispiel viel teurer werden, während bestimmte Luxusprodukte weniger stark im Preis gestiegen sind. Das heißt, die gefühlte Inflation für den durchschnittlichen Konsumenten ist deutlich höher als durch die eigentliche Inflationsrate gemessen. Da können Sie sich vorstellen, dass es natürlich enorme politische Schlagkraft hat, politisch hochgradig brisant. Es ist allerdings eine sehr technische Debatte, in die wir jetzt hier nicht weiter einsteigen wollen. Wir belassen es hier einfach bei der Feststellung, dass eben über diese Preisindizes wir quasi Änderungen im Marktpreis über die Zeit messen können und dadurch natürlich diese Änderungen im Bruttoprodukt sozusagen, die auf den Preis zurückzuführen sind, versuchen herausfiltern können und wir uns dann hier eben auf die Änderungen in der Produktion fokussieren wollen, weil das ist das, was uns in der Wachstumstheorie eben besonders interessiert. Entsprechend fokussieren wir uns auf dieses preisbereinigte Bruttoprodukt, das sogenannte reale Bruttoprodukt, was in den Modellen, mit denen wir uns befassen, in der Regel mit Groß X
angegeben wird. Ja? Dieses reale Bruttoprodukt X ergibt sich eben aus dem normalen Bruttoprodukt, das in der Regel mit GP abgekürzt wird, Gross Product, und das wird eben dividiert durch den Preisindex, was uns dann eben die Möglichkeit gibt, tatsächlich hier den Fokus auf die Änderungen in der Produktion zu geben. Ebenfalls häufig von Belang ist das reale Nettoprodukt, wo wir einfach eben das reale Bruttoprodukt nehmen und hier die vorher angesprochenen Capital Depreciation, Kapitalabnutzung abziehen. Ja. Dann kommen wir eben zu dem realen Nettoprodukt, was mit Groß Y abgekürzt wird. Diese Größen sind über einen sehr langen Zeitraum verfügbar. Wir haben ja eben auch für die Zeiträume, wo es nicht explizit gemessen wurde, auch Schätzungen durchführen konnte. Und ich habe Ihnen die entsprechenden Datenquellen auch hochgeladen. Die Penworld Tables bzw. Extended Penworld Tables, da können Sie sich mal die Änderungen dieser Variablen über die Zeit auch mal genauer anschauen und gucken, welche Änderungen davor vorgegeben waren. Ich habe Ihnen auch einen Link zu dem sogenannten Madison-Datensatz gegeben. Das geht da wirklich ganz weit zurück. Da haben Sie teilweise sogar Schätzungen, für das die in das Jahr 0 oder davor zurückgehen. Das ist natürlich immer ganz spannend, das ist natürlich mit hoher Unsicherheit behaftet, aber trotzdem ganz interessant, sich das auch mal anzuschauen. Nachdem wir uns jetzt mit Maßen für die Produktion auseinandergesetzt haben, wollen wir uns jetzt nochmal genauer theoretische Maße für die Produktionsfaktoren, die ich vorher schon angesprochen habe, anschauen. Da waren zum einen die Arbeiterinnen, die werden in der Regel mit Groß N bezeichnet, Größe aus der Populationsgröße. Das wird gemessen manchmal durch die Anzahl der Angestellten, manchmal durch die Anzahl der Arbeitsstunden etc. In theoretischen Modellen macht das nicht so einen großen Unterschied, in der praktischen Messung teilweise schon. In theoretischen Modellen wird dabei aber nicht unterschieden, ob wir jetzt hier Arbeitsstunden messen oder Arbeitstage oder einfach Anzahl der Arbeiterinnen oder Arbeiter. Man macht in theoretischen Modellen zumindest jetzt am Anfang in der Regel auch keine Unterscheidung zwischen Fähigkeiten oder Wissen. Gerade am Anfang hat man einfach sozusagen die Arbeiterschaft. In moderneren oder in neueren Modellen versucht man das abzubilden, wo man dann unterschiedliche Gruppen bildet, hochqualifizierte, niedrig qualifizierte oder sogar vollständig heterogene Arbeiterschaft. Das ist was, wo wir uns später mit beschäftigen werden, aber grundsätzlich wird in der Regel davon in der Darstellung abstrahiert. Als zweiten Produktionsfaktor haben wir die Kapitalgüter, die werden in der Regel mit Groß K abgekürzt. In der Praxis sind auch genauso wie die Arbeiterinnen, ist es eine hochgradig heterogene Menge an Gütern. Also kann ich vorstellen, dass Kapitalgüter extrem unterschiedlich sein können, mit extrem unterschiedlichen Eigenschaften und extrem variierender Nützlichkeit, je nach Kontext. Wenn sie gemessen werden, dann wird das, wie gesagt, über den Marktpreis gemacht. Also das heißt, wir summieren quasi hier die Ausgaben zu Ausgaben auf, also quasi die ganzen Investitionswerte über die Zeit von den Kapitalgütern und ziehen dazu den Wert ab, zu welchem Grad sich die Kapitalgüter abgenutzt haben. Und aus dieser Differenz ergibt sich dann unser Maß für den Kapitalstock. Also wir summieren quasi alles das, was da in den Kapitalstock investiert wurde, ziehen davon ab, was inwiefern der Kapitalstock sich abgenutzt hat. Und das ist dann jetzt erstmal unser erstes zugegebenermaßen recht krudes Maß für den Kapitalstock. Aber alles andere ist halt in der Praxis sehr schwer umzusetzen. Der dritte Produktionsfaktor, Land, habe ich schon gesagt, ist insbesondere in der klassischen Ökonomik, Stichwort Ricardo, Malthus, ein extrem wichtiger Produktionsfaktor. Heute ist es vor allem, spielt es eine Rolle in Form von Ressourcen, die für eine Ökonomie eventuell verfügbar sind, wird aber meistens einfach zu 1 normalisiert und spielt deswegen in den meisten Modellen keine zentrale Rolle. Von diesen drei Produktionsfaktoren, habe ich schon angekündigt, ist die Messung von Kapital definitiv am schwierigsten. Gerade bei der Messung von Wissen von Arbeiterinnen wurden sehr große Fortschritte erzielt in den letzten Jahren, aber gerade die Messung von Kapital ist mit Abstand am schwierigsten. Und vielleicht haben Sie schon mal von der Cambridge Capital Controversy gehört. Es ist ein ganz wichtiger dogmenhistorischer Streit zwischen
Vertreterin der post-keynesianischen Ökonomik, die in Cambridge, UK stationiert waren, und Vertreterin der neoklassischen Ökonomik, die in Cambridge, Massachusetts stationiert waren. Da gab es dann eben diesen Streit darüber, wie der Kapitalstock gemessen werden kann und zu welchem Grad man Kapital als Input in einer gesamtwirtschaftlichen Produktionsfunktion verwenden kann. Wir kommen dazu genau, wenn wir dann bei den Produktionsfunktionen angekommen sind. An dieser Stelle möchte ich einfach nur mal den Namen in den Raum schmeißen. Wir werden es später wieder aufgreifen, beziehungsweise Sie werden selber vielleicht dazu mal was recherchieren. Ich sage nur so viel jetzt gerade: in den Anfang, in den Modellen am Anfang, schummelt man sich hier um diese Kontroverse so ein bisschen drumherum, indem man einfach annimmt, es gibt nur ein Kapitalgut. Und dieses, oder ein Gut, was auch als Kapital verwendet werden kann, und dadurch, dieses Gut fasst sozusagen alle unterschiedlichen Güter, ne? Und dadurch muss man nicht mehr die Heterogenität und die entsprechenden Preiseffekte berücksichtigen. Das ist natürlich eine starke Abstraktion, aber wann immer man von dieser Abstraktion Abstand nimmt, muss man sich eigentlich auch mit den Themen der Cambridge Capital Controversy auseinandersetzen, was wir dann aber, wie gesagt, später tun, wenn wir Modelle aus verschiedenen Paradigmen vergleichen, weil wir dann nämlich auch sehen, wie unterschiedliche Paradigmen mit dieser Kontroverse umgegangen sind. Überhaupt ist Kapital ein Aspekt, der viele Modelle voneinander abgrenzt, paradigmentheoretisch, zum Beispiel in der klassischen in den klassischen Wachstumsmodellen spielt Kapital nicht unmittelbar für die Produktion von Gütern eine Rolle. Es ist sozusagen eher etwas, was Arbeiterinnen hilft, Dinge zu produzieren. In der neoklassischen Ökonomik ist es zum Beispiel anders, da kann quasi unmittelbar selbst durch Kapital neue Output produziert werden. Auch dazu kommen wir dann später nochmal, an dieser Stelle einfach nur der Hinweis, dass bei Kapital eben ganz viele Kontroversen sozusagen dahinter stecken. Diese Maße wären, wenn wir Ländervergleiche anstellen, häufig in einer Variante pro Arbeiterin oder pro Person angegeben, einfach weil sonst natürlich große Ökonomien haben natürlich mehr Kapital als kleine Ökonomien. Einfach Ökonomien mit sehr vielen Menschen haben in der Regel mehr Arbeiterinnen als Ökonomien mit kleinen Menschen, mit einer geringen Anzahl von Menschen. Deswegen werden eben, wenn wir die Eigenschaften von Ökonomien zwischen Ländern vergleichen wollen, häufig diese Werte geteilt durch die Bevölkerung oder durch die Anzahl der Arbeiterinnen. Entsprechend der reale Output, klein x ist einfach groß x durch n. Das ist der Output pro Arbeiter, dementsprechend die Arbeitsproduktivität. Dem Kapital können wir auch den Kapitalstock durch die Anzahl der Arbeiterinnen dividieren, dann kommen wir eben zum Kapital pro Arbeiter, das nennen wir dann Kapitalintensität, und wir haben auch quasi das Pendant zur Arbeitsproduktivität für Kapitalgüter, wo wir nämlich den Gesamtoutput teilen durch den Kapitalstock, dann haben wir den Output pro Kapitaleinheit und sind dann eben bei der Kapitalproduktivität. Ne? Also das ist am Anfang ein bisschen verwirrend. Ja? Also wir haben hier die Arbeitsproduktivität, dadurch gekennzeichnet, dass hier oben das X ist. Wir haben die Kapitalproduktivität, indem wir hier oben das X haben. Und dann haben wir hier eben noch die Kapitalintensität, wo wir hier oben das Kapital stehen haben. Ich fand das am Anfang immer ein bisschen verwirrend durch die Intensität, Produktivität. Es hängt eben daran, dass oben im Zähler bzw. unten im Nenner steht. Ich habe häufig angesprochen, der Kapitalverschleiß spielt eine große Rolle. Der wird in der Regel im Vergleich zum Kapitalstock angegeben. Wir hatten es ja vorher schon gesagt, hier das Groß D gibt quasi den Gesamtverschleiß vom Kapital in einer Periode an, und den Gesamtverschleiß im Bezug zum gesamten Kapitalstock, das ist dann unser Maß für den Kapitalverschleiß als Delta, und das ist in der Regel dieser relative Kapitalverschleiß. Das ist eine deutlich üblichere Art und Weise, Kapitalverschleiß anzugeben, als den absoluten Kapitalverschleiß groß D. Den Netto-Output können wir aus diesen Ausdrücken dann auch ableiten. Also pro Arbeiterin haben wir hier diesmal einfach den Netto-Output, den wir durch die Anzahl der Arbeiterinnen definieren. Wir können das Ganze eben auch pro Kapitaleinheit machen, indem wir das Ganze eben hier durch die Anzahl der Kapitaleinheiten
dividieren. Ja? Und hier ist jetzt so der erste Punkt, wo ich Ihnen sagen würde, schreiben Sie sich diese Sachen hier alle mal auf und leiten Sie sich hier sowas wie diesen Ausdruck hier, leiten Sie sich den mal selber ab. Kommt man einfach ein besseres Gefühl, mit diesen ganzen Einheiten irgendwie besser umgehen zu können, weil die werden später in den Modellen, werden die Ihnen nur so um die Ohren fliegen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir von Anfang an uns eine Sicherheit erarbeiten mit diesen einzelnen Größen bzw. diesen einzelnen Einheiten.